mit 239 PS aus einem 2-Liter Biturbo-Diesel über den Nürburgring, Skoda Kodiaq Kursfoto. Skoda, was war los in der Autowelt? Zusätzlich zu den großen Geschichten stellt Ihnen Bild hier die spannendsten Meldungen vor. So schnell fuhr noch kein 7-Sitzer-SUV über den Nürburgring. In 9,29,84 Minuten hat der Skoda Kodiaq RS die legendäre grüne Hölle absolviert. Damit liegt er nur rund 1,5 Minuten über dem bisherigen SUV-Streckenrekord, 7:51,7, den ein Alfa Romeo Stelvio GV im September auf der 20,8 Kilometer langen Nordschleife aufstellte. Allerdings hat der Italiener auch locker die doppelte Power, 510 PS. In ihrem Element, die bekannte Ringtaxifahrerin Sabine Schmitz mit ihrem Rekord-SUV Skoda Kodiaq RS auf dem Nürburgring-Foto, Skoda am Steuer des 239 PS starken Skoda Kodiaq RS saß Sabine Schmitz, bekannt als Ringtaxifahrerin. Sie ist mit den Anforderungen der Eifelpiste bestens vertraut. Die Sportversion des großen SUV wird auf dem Pariser Autosalon, 14. Oktober 2018, erstmals präsentiert. Bild schätzt den Kaufpreis auf voraussichtlich um 46.000 Euro, inklusive adaptivem Fahrwerk der CC und 2-Liter Biturbo-Diesel mit 239 PS. Schnellste Runde aller Zeiten. Stefan Delloff im Porsche 956 am 28. Mai 1983, 6:11,13 Minuten Top 10 Zeiten, Straßen zugelassene Sportwagen Platz 1, Porsche 911 GT2 RS, 6:47,3 Minuten Platz 2, Lamborghini Huracan Performante, 6:52 Minuten Platz 3, Porsche 911 GT3 RS, 6:56 Minuten Platz 4. Porsche 918 Spyder, 6:57 Minuten Platz 5, Lamborghini Aventador SV. -6:59 Minuten Platz 6, Dodge Viper SEA, 7:01 Minuten Platz 7, Nissan GT-R Nismo, 7:08 Minuten Platz 8, Mercedes-AMG GT-R, 7:10 Minuten Platz 9, Gumpert Apollo, 7:11 Minuten Platz 10. Porsche 911 GT3, 991.2, -7:12,7 Minuten schnellster E-Renna. NIO EB9, 6:45 Minuten schnellster Hybrider. McLaren P1 Lumen, 6:43 Minuten. Der Wagen wurde aber für die Rennstrecke, nicht für den Straßenverkehr gebaut, daher offizieller Rekord beim Porsche 918 Spyder, siehe oben schnellste Limousinen. Jaguar XF Project 8, 7:21,23 Minuten. Alfa Romeo Giulia GV, 7:32 Minuten. BMW M3 CS, 7:39 Minuten. Volvo V60 Polestar, 7:51 Minuten schnellster Fronttriebler. Civic Type R, 7:43 Minuten. F-Golf T-Club Sport, 7:47 Minuten schnellster SUVs. Alfa Romeo Stelvio GV, 7:51 Minuten. Porsche Cayenne Turbo S, 92A, -7:59 Minuten. Range Rover SVR, 8:14 Minuten. Skoda Kodiaq RS, 7 Sitze, -9,29,84 Minuten. Der chinesische E-Roller-Hersteller NIU, 2014 gegründet, per Crowdfunding finanziert, 400.000 Nutzer, in über 20 Ländern vertreten, hat 2 neue Modelle vorgestellt, NIU N-Foto, NIU N-GT, 5,5 Kilowatt stark, 180 Newtonmeter Drehmoment und maximal 70 km pro Stunde schnell. Damit braucht der schnellste NIU-Roller derzeit zwar eine Motorradzulassung und einen Fahrer mit Motorradführerschein, dafür schwimmt er aber locker im Stadtverkehr mit. Zwei Batterien mit jeweils 35 A sorgen für eine Reichweite jenseits von 100 Kilometern,
Bei einer Geschwindigkeit von 45 km pro Stunde sollen es laut NIE sogar bis zu 160 km sein. Der Roller verfügt über eine Bremskraftverteilung, Scheibenbremsen und eine App-Vernetzung. Preis: 4.499 Euro, ab Januar 2019 erhältlich. New M Plus Foto, New M Plus, das schlanke 45 km/h Modell M gibt es nun mit einer Rückbank für einen zweiten Passagier und einem größeren Akku, der eine Reichweite von über 100 km möglich macht. Der M Plus kostet 2.599 Euro und ist ebenfalls ab Januar erhältlich. Zum 26. Juni startet der Vorverkauf. Für eine Hinterlegungssumme von 100 Euro gibt es den MGT für 3.999 Euro, den M Plus für 2.299 Euro. Der Sensor im Straßenbelag prüft, ob der Parkplatz belegt ist. Foto: Smart Parking. Parken wird smarter. Mit Hilfe von kleinen Geräten im Asphalt soll in Zukunft die Parkplatzsuche erleichtert werden. Und die Bodensensoren sind auch auf anderen Anwendungsgebieten nützlich, in Feuerwehrzufahrten und auf Supermarktparkplätzen. Die Sensoren werden vom britischen Unternehmen Smart Parking hergestellt. Weltweit verrichten bereits 70.000 Stück ihren Dienst. In Deutschland betreibt die Firma SafePlace die Systeme. Die Geräte werden von einem Team des Unternehmens in den Straßenbelag eingebaut. Mithilfe eines Magnetfelds messen sie, ob der darüberliegende Parkplatz gerade genutzt wird oder frei ist. Die Daten werden drahtlos übertragen, eine Verkabelung ist daher nicht notwendig. Der Einbau eines Sensors kostet einen dreistelligen Betrag. In zwei deutschen Städten, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, sollen noch 2018 Pilotprojekte starten. Dort soll der öffentliche Parkraum dann lückenlos überwacht werden. Welche Städte das sind, verrät SafePlace noch nicht. Vorteil: Auf einer App kann jeder Autofahrer die freien Parkplätze sehen und spart Zeit bei der lästigen Parkplatzsuche. Dem Ordnungsamt wird die Jagd auf Falschparker erleichtert. Beispielsweise könnten auch Feuerwehrzufahrten so von Falschparkern freigehalten werden. Auch Supermarktketten nutzen solche Sensoren, um ihre Parkplätze zu überwachen. Noch während die Ermittlungen zu mehreren Tesla-Unfällen laufen, geht das Unternehmen einen großen Schritt in Richtung selbstfahrendes Auto. Tesla-Boss Elon Musk kündigte per Twitter für den August erste Funktionen zum autonomen Fahren an. That issue is better in latest autopilot software rolling out now and fully fixed in August update as part of our long-awaited Tesla Version 9. To date, autopilot resources have rightly focused entirely on safety. With V9. We will begin to enable full self-driving features, Elon Musk at Elon Musk, Don 10, 2018. Das System heißt zwar Autopilot, kümmert sich bisher aber eigentlich nur um Unterstützung bei der Fahrsicherheit. Fahrer sollen stets den Überblick über den Verkehr und die Kontrolle über das Fahrzeug behalten. Cockpit eines Tesla Model S. Derzeit muss der Fahrer eines Tesla noch stets die Kontrolle über sein Auto behalten. In Zukunft soll der Tesla von ganz alleine an den Zielort manövrieren. Foto: Deutsche Presseagentur. Mit Update Version 9 der Tesla Software wird der Autopilot anfangen, selbst zu fahren. Tesla-Fahrer können sich die Option auf die neuen Funktionen bereits sichern. Diese werden jedoch erst nach Zulassung durch die jeweiligen Aufsichtsbehörden freigeschaltet. Wann diese Zulassung in Deutschland vorliegt, steht noch in den Sternen. Tesla-Kunden müssen mindestens 9.600 Euro für die zwei notwendigen Ausstattungspakete zahlen. Doppelpunkt: Erweiterte Autopilot-Funktionalität. Diese Ausstattungsoption ist Voraussetzung, um das volle Potenzial für autonomes Fahren nutzen zu können. Der Tesla kommt mit 4 Kameras statt einer und verbesserten Sensoren.
Preis. 6.000 Euro bei Neukauf. 6.200 Euro nach Auslieferung. Volles Potenzial für autonomes Fahren. Beim Neuwagenkauf kostet diese Option 3.600 Euro. Bei Aktivierung nach Auslieferung werden 4.200 Euro fällig. Hier hat der Tesla mehr Kameras, die den Verkehr überwachen. 8 statt 4. Der Fahrer muss nur ein Ziel vorgeben, den Rest erledigt das Fahrzeug von selbst, wenn der Gesetzgeber das zulässt. Nach einer Analyse des Carcenters der Universität Duisburg-Essen bieten die deutschen Oberklassehersteller Audi und BMW höhere Rabatte für ihre Dieselladenhüter. Durch eine große Zahl von Eigenzulassungen reduzieren BMW und Audi die Preise auch für Premium-Modelle. Tageszulassungsrabatte sind nichts Ungewöhnliches auf dem Automarkt, allerdings normalerweise locken eher Hersteller von Kleinwagen mit dieser Art Preisnachlass. Der Marktdurchschnitt für Eigenzulassungen sinkt seit 2015 stetig und liegt derzeit bei 28,8% für Januar bis April 2018. Bei BMW beträgt dieser Anteil nun 33,3%. 2015 bei 24,6%, bei Audi sogar 36,9%, 2015 28,4%. Das Carcenter von Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer hält diese Entwicklung bei den Premium-Anbietern für nicht ungefährlich. Teilen für Turn teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.